Na, die nächste Prüfung steht an. Und wie sieht's aus? Ganz schön Angst davor, ne? Und sind immer schlimmer, immer noch schlimmer. Und manche haben sogar einen Blackout. Nur wegen der Prüfung, das musst du dir mal vorstellen. Und falls du auch in dieser Gefahr bist, dann bist du jetzt hier genau richtig, denn so ein Blackout von der Prüfung oder direkt in der Prüfung, das brauchen wir alle nicht. Und da können wir uns drauf vorbereiten. Und ich bin sehr dankbar, dass die Kerstin wieder zu mir gekommen ist. Kerstin Nieland-Stöhler ist wieder da. Kerstin, hallo. Blackout vor oder in einer Prüfung. Das ist ja das absolute Mega-Angstgefühl, wenn das passiert. Aber warum ist das überhaupt so? Warum kann das vorkommen, so ein Blackout? Macht man sich da selber nicht viel zu verrückt? Ja, das sind aufgestaute Gefühle. Und wenn zu viel Angst sich aufstaut, dann entsteht dieses Blackout. Dann bist du einfach nicht mehr bei der Sache. Dann kannst du dich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Das ist einfach dieses aufgestaute Gefühl, was dann einfach zumacht im Kopf. Und wichtig ist deswegen die Vorbereitung. Wenn du wirklich dich sehr, sehr gut drauf vorbereitest auf deine Prüfung, indem du jeden Tag dir wirklich aufschreibst, wie oft du und wie lange du etwas übst, so kannst du dieser ganzen Angst schon mal diesen Druck rausnehmen. Indem du zum Beispiel dann dir die schwierigsten Sachen auch nicht vorne anstellst, sondern hinten anstellst zu lernen. Und wenn du dann, sage ich mal, zum Beispiel jeden Tag 2 Stunden üben musst, weil du so viel Stoff hast, dann aber sofort anzufangen, um zum Beispiel den Stress rauszunehmen, wirklich, wirklich oft alles laut durchzulesen, dann bleibt auch alles viel besser hängen und dann kannst du es anschließend auch besser abrufen und du nimmst dir einfach die Angst schon, indem du einfach sehr, sehr gut vorbereitet bist auf die Prüfung. Das nimmt dir einfach schon diesen Druck, dieses Angstgefühl nimmt es dir raus. Und dann empfehle ich immer wieder, schreib dir mal auf, was könnte passieren, damit du einfach mit dieser Angst auch spielen kannst, mit diesem Gefühl, dass du jetzt einen Blackout kriegen könntest. Aber was könnte passieren in dem Moment? Oder was kannst du selber dafür tun? Schreib es dir auf. Und wenn du es dir aufschreibst und du immer mehr und mehr Erkenntnisse bekommst und du es dir bewusst machst, warum dieses Blackout entsteht, warum du überhaupt auch so viel Angst hast davor, dann wird es immer weniger werden. Und so kannst du dir diesen ganzen Druck davor auch rausnehmen. Wichtig ist dann auch, sich wirklich einmal abzulenken in dem Moment. Komplett, stell dir eine ganz andere Frage. Stell dir irgendwie eine Frage aus dem Alltag. Muss ich gleich noch mit dem Hund laufen? Irgendwie sowas. Oder muss ich gleich noch kochen? Muss ich gleich den Geschirrspüler ausräumen? In dem Moment wirklich daran einfach zu denken, was muss ich heute noch machen? Schreib dir diese Frage ins Etui oder so, dass du immer die Möglichkeit hast, da drauf zu schauen, um wirklich aus diesem Gedankenkarussell, was jetzt gerade dann da ist, dass du wirklich nur noch denkst, oh Gott, jetzt ist alles weg, damit du da sofort wieder rauskommst. Was ich mir selber antrainiert habe, ich frage mich immer wieder, was ist mein nächster Gedanke? Mein Unterbewusstsein kann diese Frage nicht beantworten und deshalb komme ich sofort wieder raus aus diesem Beklemmtsein, aus diesem Stopp und so kommst du aus diesem Blackout auch wieder raus. Frage dich immer wieder, was ist mein nächster Gedanke? Und so kannst du auch wieder anfangen, es öffnet sich quasi wieder dein Gedankenfeld und dann kannst du dich auch wieder auf deine Prüfung dich konzentrieren. Trotzdem, das Wichtigste bleibt, bereite dich sehr gut darauf vor, sofort anzufangen damit, damit dir alles leichter fällt und laut selber vorzulesen. So bleibt alles viel, viel besser hängen. Und so kannst du auch leichter in die Prüfung starten. So kannst du auch deine Angst auch besiegen. Stell dich deiner Angst entgegen, weil so groß ist sie nicht wirklich. Am Ende bleibt nur die kleine Maus über und nicht der große Löwe. Ich wünsche dir wirklich, dass du es schaffst und dass du über deine Angst stehst und dir sagst, die Angst darf da sein, aber ich gehe hier und jetzt meinen Weg. Und wenn das Blackout kommt, was ist der nächste Gedanke? Das ist meine Empfehlung dazu. Was ist denn die Ursache dieses Blackouts überhaupt? Das ist ja diese große Angst. Ja. Und jetzt gehen wir nochmal weiter. Was ist denn die Ursache für die Angst? Das sind oft erlebte Gefühle aus dem Kindheitsalter, zum Beispiel in der Grundschule, dass wir zum Beispiel etwas nicht geschafft haben, dass wir die Leistung nicht erbracht haben
aber es wird immer und immer mehr gefordert. Und das heißt, die Angst wurde immer größer, der Druck wurde immer mehr und mehr. Es baut sich ja immer mehr auf und das kann dann irgendwann zu einem wirklichen Blackout führen, weil das einfach sich von klein auf an sich angestaut hat und die Angst ist einfach wie eine Lähmung in dem Moment dann. Es ist einfach zu viel für den Körper und er macht einfach zu. Es ist einfach, weil wir uns diese Angst auch nie angeguckt haben, weil wir sie nie fühlen durften, sie durfte nie da sein. Und wenn wir sagen, okay, diese Angst darf jetzt da sein, sie ist berechtigt, sie hat viele Ursachen aus der Schule, wo es hieß, du bist nicht gut genug, du wirst bewertet, das war nicht richtig, du bist nicht gut. All das macht ja auch was mit uns. Und wenn wir all diesen uns entgegenstellen und sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr so und ich entscheide mich jetzt neu. Ich bin gut und ich bin richtig so, wie ich bin. Und ich kann das. Und ich kann das auch lernen und ich behalte das. Und ich kann diese Prüfung bestehen und ich bestehe sie jetzt. Dass ich mich selber darauf hintrainiere, ich habe es schon bestanden. Das ist auch, ja, um Ziele zu erreichen, erfolgreich zu sein, einfach zu denken, ich habe es schon bestanden. So trainiere ich auch das Unterbewusstsein. Wie habe ich es geschafft, diese Prüfung zu bestehen? Das ist eine ganz wichtige Frage, sich vorher zu stellen, damit es dann hoffentlich nicht mehr zu diesem Blackout kommt, dass diese aufgestauten Gefühle auch wieder gelöst werden können. Der nächste Schritt ist ja, wenn diese Angst so dolle ist, wie ist sie entstanden oder genau genommen, wovor habe ich denn so eine Angst? Und im Körpersystem ist es so, wenn eine Angst zu groß ist, ist es letztendlich eine Überlebensangst. Und sich jetzt mal vorzustellen, Moment mal, ob ich die Prüfung schaffe, im schlimmsten Fall oder auch nicht. Weiterleben werde ich in jedem Fall. Nächste Möglichkeit, was kann dann sein? Kann ich diese Prüfung vielleicht wiederholen? Das heißt ja nicht, dass ich das tun muss. Aber ich kann mir diese Plan-B-Möglichkeit mal überlegen, Plan C. Was gibt es für Möglichkeiten? Und wenn man merkt, erstes Mal, ach, das Leben geht ja weiter. Ja, nicht ganz so wie geplant, aber anders. Und vielleicht kann ich die Prüfung tatsächlich wiederholen. Oder. Dann ist man schon viel ruhiger bei der ganzen Sache. Und jetzt kommt ja mein alter Trick wieder. Den hatten wir ja schon mal in einem anderen Video. Und ich werde ihn jetzt gerne dir nochmal verraten. Prüfungen sind ja im Grunde Fragen. Viele Fragen, die beantwortet werden sollen. Also mach Folgendes. Geh die Prüfung durch. Frage 1. Alles klar, diese Antwort, Frage 2, oh, weiß ich jetzt gerade nicht. Frage 3, muss ich gleich mal gucken, weiß ich, aber es dauert mir jetzt zu lange. Frage 4, ganz einfach angekreuzt, Frage 5, 6 und so weiter. Beantworte erstmal alles, was ganz leicht und ganz schnell geht. Und ich kann dir eins sagen, da hast du locker die 4 schon in der Tasche, vielleicht sogar schon die 3. Dann geh die nächsten Fragen an, wo du weißt, die kann ich, aber die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und dann ganz am Ende, du bist ja inzwischen vielleicht schon bei der 3 oder bei der 2, dann nimmst du dann die Fragen für die 1 dran. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du das machst, weil dann bist du ja viel gechillter. Du weißt ja, du hast ja die halbe Note schon in der Tasche. Dann schaffst du auch die schweren Fragen. Und wenn mal eine dabei ist, die du gar nicht beantworten kannst, ist egal. Ist doch nur eine oder zwei. Aber alle anderen hast du. Schau dir immer das an, was du schon hast. Ganz anderes Beispiel aus meiner Grundschulzeit. Oder aus unserer Grundschulzeit. Alle, du. Wir alle haben das so erlebt. Wir haben so einen Text geschrieben, weißt du noch? Und du hast 3 kleine Fehler drin gehabt. Hallo? 3 und lass es 5 Fehler gewesen sein. Lass es von mir aus auch 10 Fehler gewesen sein. Du hast aber 100, 150 Worte richtig geschrieben. Das ist, weil in diesem System der Fokus immer auf dem Fehler liegt. Und das ist verkehrt. Lege deinen Fokus auf das Gute, auf das, was du kannst und das, was du schon geschafft hast. Das ist in der Regel immer viel mehr als das, was anders ist. Das, was wir noch verbessern dürfen. Guck dir mal deinen Tag an. Schreib mal jede Minute auf, was am Tag ist. Und du wirst feststellen, dass 90%, meistens sogar 95% des Tages schön waren. Du hast es nur nicht gemerkt, weil du dich von diesem anderen Gefühl immer hast übermannen lassen. Guck mal, wir sitzen jetzt hier im Studio. Wir könnten total aufgeregt sein. Die Kameras laufen und jabu. Nein, wir freuen uns, die Kameras laufen. Und wenn ich mich verplappere, na und? Ich bin ein Mensch. Und das lasse ich drin, damit du genau das weißt. Und in dem Sinne, glaub an dich. Denn das ist das Wichtigste. Sei erstmal du. Und genieße das genau im Hier und Jetzt.
und dann kommt erst der Rest. Und vielleicht ist es in deinem Lebensplan drin, dass du diese Prüfung schaffst und den Weg gehst, den du dir vorgenommen hast. Oder? Hast du dir den mal vorgenommen? Haben vielleicht andere gesagt, dass du den Weg gehen sollst? Also, geh deinen Weg. Überlege mal, ob das überhaupt dein Weg ist. Klar kannst du die Prüfung erst machen. Mach sie so gut, wie es geht. Aber denk immer mal drüber nach. Ist das überhaupt das, warum ich hier auf der Erde bin? Fühl mal rein. Was macht dir Freude? Denn das Interessante ist, und auch das habe ich erst sehr spät gemerkt, wenn du auf dem richtigen Weg bist, dann fühlt es sich erstens mal super gut an und zweitens, es macht mega Spaß. Ist so. Ihr Tüpfelchen? Nein. Heute keins? Dann kommen wir jetzt mal dahin. Nehmen wir mal die Kamera, wo wir beide zu sehen sind. Ja, kein I-Tüpfelchen. Ist manchmal so. Du schaffst das. Und so ein Blackout ist halt eine schlimme Sache. Ja, da brauchst du aber gar nicht erst hinzukommen. Nummer 1. Tief durchatmen. Nummer 2. Ich werde es überleben. Nummer 3. Erstmal alles machen, was ich kann. Und Nummer 4. Ich lebe jetzt mein Leben. Es soll mir Freude machen. Und in dem Sinne, du schaffst das. Ich glaube an dich.